Nicht nur an der Schule der ermordeten 12-Jährigen in Paris ist der Schock enorm. Eine offenbar obdachlose Frau und ein Mann gelten als Hauptverdächtige und wurden in U-Haft genommen. Sie sollen die Schülerin gefoltert, vergewaltigt und ermordet haben. Die Leiche wurde am Freitagabend unweit der Wohnung der Familie in einer Box entdeckt.